Vom Iran unterstützte Milizen haben 3 amerikanische Soldaten getötet, 25 sind verletzt und eins scheint klar, die USA werden zurückschlagend, entweder direkt im Iran oder irgendwelche Milizen, die vom Iran unterstützt werden, attackieren. Das wiederum könnte den Ölpreis nach oben treiben und das wiederum könnte bedeuten, dass die US-Notenbank Fed die Zinsen nicht so schnell senken kann. Alles hängt mit allem zusammen, aber wir haben auf jeden Fall eine neue Eskalationsstufe jetzt mit diesem Angriff und vor allem jetzt toten amerikanischen Soldaten. Da verstehen die Amis dann keinen wirklichen Spaß mehr. Das sind die Dinge, die dann zu Aktionen zwingen. Und Biden ist jetzt sehr, sehr stark unter Druck, irgendwas zu machen. Er muss etwas machen. Vor allem Republikaner fordern, dass hier direkt Teheran attackiert wird etc. Also das ist jetzt eine Situation, die, wenn man so will, eine Art Ausweitung des Gaza-Kriegs ist, eine Art Metastasierung des Gaza-Kriegs. Viele haben ja gedacht, ja gut, wenn jetzt nicht sofort dann auch ein Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon stattfindet, sondern nur solche Scharmützel, dann ist ja alles gut. Aber dann kam diese Geschichte mit den Houthis, die im Prinzip den Welthandel deutlich beeinträchtigt. Jetzt kommt diese neue Dimension, direkte Konfrontation USA-Iran. Wo wird das enden? Wo wird das hingehen? Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier direkt an der Grenze Jordanien, Irak zu Syrien. Wohl aus Syrien, so Berichte, wurde hier diese Drohne gestartet, die dann praktisch dieses amerikanische Camp, diesen amerikanischen Außenposten attackiert hat. Die Leute haben wohl im Zelt geschlafen, sind davon überrascht worden. 25 sind verletzt. Jetzt kommen solche Leute wie Lindsey Graham, Hit Iran Now, Hit Them Hard, oder auch Senator John Cornyn, der sagt Target Tehran. Also da ist jetzt der Druck auf der Pipeline. Sid Donald hat gesagt, natürlich, unter mir wäre das nie passiert, gell? Unter Donald passiert nie etwas Schlechtes, weil bei Donald ist alles gut. Das ist ja immer das, es hätte den Iran-Krieg, den Ukraine-Krieg nicht gegeben, etc. etc. Viele Trump-Anhänger sagen ja, der hat noch nie einen Krieg angefangen, aber das ist eine andere Zeit gewesen. Jetzt sind die Dinge ein bisschen schwieriger. Ich wäre gespannt, wie Trump sich da schlägt. Vielleicht werden wir das ja bald erleben. Jedenfalls scharfe Kritik natürlich an Joe Biden. Das wäre nie passiert. Man sieht auch in seinem Statement, ja, wir werden alle zusammen beten, bla bla. Da sieht man, dass der Trump sich natürlich auch sehr stark an die Evangelikalen in den USA wendet. Ich glaube persönlich nicht, dass der allzu stark religiös ist, der gute St. Donald. Seine Religion heißt Trump First. Und hier sehen wir also, dass Trump jetzt natürlich das als Steilvorlage für seine Kritik an Biden nutzt. Und jetzt überlegt die Biden-Regierung, was tun, direkt Ziele im Iran angreifen oder Iranian positions in other countries, wie die New York Times berichtet. Also Geopolitik wird jetzt immer größer. Ein iranischer Admiral hat gesagt, wir sind jetzt auf dem Höhepunkt, wir sind bereit für einen Krieg, wenn es denn sein muss. Also jetzt ist die Frage, nicht nur ja dieses Thema mit den Houthis, das nicht wirklich erfolgreich jetzt angegangen wurde. Du kannst im Grunde ein solches Problem faktisch nur lösen, wenn du da einmarschierst. Darauf haben die Amerikaner nachvollziehbarerweise überhaupt keine Lust, im Jemen einzumarschieren. Aber das Problem ist schließlich, es geht schlichtweg weiter. Damit wird der Welthandel weiter belastet. Damit werden die meisten Schiffe umgeleitet vom Roten Meer über das Kap der Guten Hoffnung. Jetzt haben wir zwar eine Distanzierung des Iran, der gesagt hat, also wir waren es nicht. Diese Miliz, diese Truppen hier agieren unabhängig von uns etc. etc. Aber für die Amerikaner dürfte das egal sein. Sie wissen, dass der Spiritus Rector dieser ganzen Milizen, ja der Iran ist auch bei den Houthis. Also fragt sich jetzt Joe Biden, welchen Knopf werde ich drücken? Krieg mit dem Iran, Krieg mit China, zumal China jetzt sehr stark auch auffährt hier vor Taiwan. 4 Kriegsschiffe liegen wohl vor Taiwan. Also die Weltlage wird immer schwieriger, wird immer komplexer, wird für die Amerikaner immer schwerer zu bewältigen.
Und jetzt eben Biden unter Druck, gerade von eben den Republikanern, die sagen, jetzt musst du mal was tun, jetzt musst du Stärke zeigen. Und hier wieder neuer Angriff auch auf hier ein Schiff. Es war ein britisches Schiff, das getroffen wurde durch die Houthis. Und dann hat sich herausgestellt, dieses britische Schiff hat russisches Öl geladen. Also hier in Sachen Sanktionen auch wieder ein Beispiel für das totale Scheitern dieser Sanktionen der EU gegen Russland. Wie auch immer, entscheidend für die Märkte ist jetzt eben, was passiert mit dem Ölpreis. Und wir haben gesehen, zunächst ist der Ölpreis nach oben, dann wieder ein bisschen nach unten. Die Frage ist, wie wird sich das jetzt weiterentwickeln? Die Asiaten lehnen sich da meistens nicht allzu weit aus dem Fenster. Jetzt kommen die Europäer und dann vor allem die Amerikaner rein. Wir haben ja das erste Mal jetzt den Ölpreis WTI an der 200-Tageslinie geschlossen, das erste Mal seit November, davor ging es ja meistens nur bergab, jetzt aber sind wir schon über 78 bei WTI. Also wird der Ölpreis, wird Geopolitik dafür sorgen, dass die Zinspolitik anders verläuft, als die Märkte sich das vorstellen. Die gehen ja jetzt nur noch zu, naja, fast 50% davon aus, dass die Fed im März schon senken wird. Jetzt haben wir in dieser Woche die FED-Sitzung mit der Pressekonferenz von Powell. Dann haben wir natürlich diese große Woche mit den Tech-Earnings. Apple wird berichten, Amazon wird berichten, Google wird berichten, Meta wird berichten. Also hier wird einiges los sein. Da werden 10 Billionen bewegt, alleine von 5 Companies. Dazu noch eben werden wir die FED-Sitzung bekommen. Treasury Refunding bedeutet also, wir werden in dieser Woche vom Finanzministerium erklärt bekommen, wie viele neue Schulden über Anleihen emittiert werden. Dann haben wir die großen Arbeitsmarktdaten am Freitag und noch viele andere Dinge auch. Goldman Sachs sagt, das Thema der letzten Woche jetzt war, dass ein gesteigerter Appetit auf Aktien der Fall war, die außerhalb des Tech-Bereichs agieren. Und hier sehen wir mal die Earnings Revisions, also was sozusagen die Analysten, wie sich ihre Erwartung verändert. Und für die 493 S&P-Aktien, die nicht die Magnificent Seven sind, geht es um 15% nach unten. Nur bei den Magnificent Seven, da ist das nicht gesenkt worden, da bleibt das konstant hoch. Bedeutet, die müssen natürlich liefern. Microsoft ist am Dienstag auch noch dran. Dazu AMD auch sehr wichtig für die ganze KI-Euphorie. Da müssen Zahlen jetzt liefern, um diese Euphorie zu rechtfertigen. Wir haben jetzt 12 der letzten 13 Wochen haben wir positiv geschlossen. Das ist in der 99. Perzentile, wie hier Goldman Sachs sagt. Normalerweise passiert das eigentlich in einer Bewegung aus einer Rezession heraus, also wenn die Besserung schon wieder in Sicht ist. Aber das schauen wir mal, wie es diesmal kommt. Eins sehen wir jedenfalls, dass wir negative Divergenzen haben in vielerlei Hinsicht beim S&P 500, der ja ein neues Allzeithoch gemacht hat, knapp über die 4.900er Marke. Während der Equal Weight Index, also da wo der S&P, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, nicht so geprägt sind von der Dominanz der Tech-Aktien, das bei weitem nicht der Fall ist. Ähnliche Situationen hatten wir schon mal, dass sozusagen der marktgewichtete S&P steigt, aber der Equal Weight da nicht mitkommt. Das wird zu beobachten sein. Da müssen jetzt vor allem die großen Tech-Aktien liefern und liefern dürfte auch dann Jerome Powell. Wird er das wiederholen, was er Mitte Dezember bei der letzten Sitzung gesagt hatte, als er meinte, ja, wir haben schon mal drüber gesprochen, über Zinssenkungen. Wenn dann im März die Zinsen gesenkt werden, dann müsste eigentlich Powell das schon so indirekt andeuten, dass das passieren wird. Manche sagen, naja, wir haben jetzt ja steigende Real Interest Rates, also die Realzinsen, die werden immer positiver, weil die Inflation nicht weiter steigt. Und die Zinsen eben der Fed weiter oben bleiben. Aber mal sehen eben, wie es mit der Inflation wirklich aussieht. Die hat ja zuletzt jetzt nicht zwingend nach unten überrascht, muss man sagen. Genauso wie eben die Konjunkturdaten, vor allem seit Paul angedeutet hat und seit die Märkte hussieren,
Paul angedeutet hat, dass man über Zinssenkungen gesprochen haben und die Märkte seit Ende Oktober hussieren, geht es auch mit dem City Economic Surprise Index wieder nach oben. Das heißt, wir sehen, dass die Leute optimistischer werden. Dadurch entsteht Nachfrage, dadurch entsteht latent eben auch Inflation. Wir haben jetzt eben sehr viele Daten in dieser Woche. Wir haben die JOLTS, also die Job Openings, auch sehr wichtig. ADP, Consumer Confidence am Dienstag und so weiter und so fort. Und natürlich ISM Index und dann natürlich dann am Freitag auch die großen Arbeitsmarktdaten. Also das ist eine große Woche in den USA. In China ist derzeit ein Sack Reis umgefallen. Dieser Sack Reis hat den Namen Evergrande. Also einst mit der größte chinesische Immobilienkonzern soll liquidiert werden, so heißt es. Die Aktie vom Handel ausgesetzt war ohnehin nur noch ein Penny Stock. Die Bonds von Evergrande nur 2 Cent noch auf den Dollar. Also praktisch total Vernichtung von Wertschöpfung hier oder von eben dem, was Evergrande mal dargestellt hat. Die Firma hat 300 Milliarden Dollar Schulden. Da bin ich gespannt, wie das Ganze abgehen wird, wie die Geschichte irgendwie im Zaum gehalten werden kann durch die chinesische Regierung. Das wird zu beobachten sein. Normalerweise hätte noch vor einiger Zeit diese Meldung alleine schon ziemlich für Panik gesorgt. Das Gegenteil von Panik ist derzeit der Fall. Was Emerging Markets betrifft, hier sehen wir die höchsten jemals zu verzeichnenden Zuflüsse in Emerging Markets Aktien. Interessanterweise, man geht eben davon aus, dass die sinkenden Zinsen in den USA dann gut für die Emerging Markets sind. Nicht gut ist derzeit die Lage für Deutschland offenkundig. Jetzt eine Untersuchung der Energieberatungsfirma eVentures. Die sagen, die Strompreise werden in den nächsten 15 Jahren auf dem etwa 2,5-fachen Niveau dessen bleiben, was in den vergangenen 15 Jahren vor der Krise der Fall war. Unser Geschäftsmodell war ja, wie es diese Grafik zeigt, im Prinzip billige russische Energie zu bekommen, daraus Produkte zu machen, die wir dann teurer ins Ausland verkaufen. Dieses Geschäftsmodell ist jetzt in Frage gestellt, auch durch die Schwäche vor allem Chinas, was den deutschen Export trifft und eben natürlich durch die Verfügbarkeit von billiger Energie. Jetzt sehen wir hier zum Beispiel die Financial Times. Wer auf Deutschland blickt, sieht einen Unfall in Zeitlupe. Da ist also durchaus die Wahrnehmung auch im Ausland jetzt da, wie die Dinge hier gelagert sind. Und Daniel Stelter bringt es vielleicht auf den Punkt, wenn er sagt, es gilt hier die 80-20-Regel, 80% des gewünschten Ergebnisses, nämlich die Erzeugung von Strom aus erneuerbaren Energien, erreicht man mit 20% des Aufwands. Die letzten 20% sind signifikant teuer und stehen für 80% des Aufwands. Und man hat das Gefühl, dass die Bundesregierung eben eher diesen 80% Aufwand, 20% Effekte-Wege geht. So wie unsere gute Außenministerin, die um 3 Stunden eher in Berlin zu sein, extra Luftwaffenpiloten mal einfliegen lässt, die dann wo also leere Maschinen hin und her fliegen, teilweise CO2-Verbrauch extrem. Irgendein argentinischer neuer Präsident ist mit Linie geflogen nach Davos. Frau Baerbock, die ja sehr am Klima interessiert ist, lässt da lieber ein bisschen was um die Gegend herumfliegen. Gell, das ist angewandte Ideologie, die sich dann in der Praxis zeigt, aber die anderen sollen das bitteschön nicht machen. Und die Stimmung wird schlechter auch jetzt, was die Arbeitgeber betrifft. Wie IFO hier beschreibt, Bereitschaft der Unternehmen in Deutschland einzustellen nimmt ab. Auch die Bereitschaft, Leute zu entlassen, nimmt zu, sagt IFO. Und wir sehen das ja schon bei Bayer, bei Bosch, bei SAP. Da beginnt der Katzenjammer, so schreibt die Neue Zürcher Zeitung. Also das ist jetzt vielleicht der Kulminationspunkt. Es ist alles noch einigermaßen im Zaum, wenn die Arbeitslosigkeit nicht wirklich steigt. Wenn das aber passiert, dann kommt Unruhe. Dann wird es ungemütlich. Wir sind vielleicht jetzt an diesem, wie soll man sagen, Kipppunkt in diesem Bereich. Mit Kipppunkten kennt sich auch der Marcello Fracciarino aus. Bei Marcel Fratscher hat man den Vorteil, es ist immer genau das Gegenteil wahr von dem, was er sagt. Jetzt sagt er zum Beispiel heute, es gibt keine mangelnde Leistungsbereitschaft von Beschäftigten. Wir hatten ja kürzlich die Meldung, dass enorm hohe Krankenstände in Deutschland auch das Wirtschaftswachstum deutlich beeinflusst haben.
Das Problem laut Fratscher ist die fehlende Leistungsbereitschaft und Verantwortung mancher in Politik und Wirtschaft, weil sie wichtige Reformen verschleppen. Die Reformen, die Fratscher anstrebt, würden die Wirtschaft noch weiter nach unten reißen. Aber hier sehen wir mal die Krankheitstage. 9,4 noch im Jahr 2011, 2010. Jetzt haben wir durchschnittlich 19,4. Das ist eine massive Steigerung seit Corona. Sind die Leute alle krank? Ich denke auch, dass das mit ein Motivationsproblem ist, nicht nur vielleicht, aber eben auch ein Motivationsproblem. Dementsprechend ist diese Aussage von Fratscher natürlich wieder mal zu hinterfragen. Zinsen senken, die EZB weiß nicht so genau. Die Inflationsdaten aus Deutschland im Januar, die dürfen ziemlich hoch sein. Es gibt unterschiedliche Positionen jetzt innerhalb der EZB, die viel mehr Gründe hätte, die Zinsen zu senken als die Fed, weil schlichtweg die Wirtschaft schwächer ist. Hier die erste Empfehlung, wie es denn innerhalb der EZB aussieht als Artikel. Da ist Uneinigkeit vorhanden. Die zweite Empfehlung. Geht der S&P 500 noch auf die 5000er Marke? Der Hype um Big Tech ist das Entscheidende. Da sehen Sie mal ein umfassendes Bild der aktuellen Lage. Zweite Empfehlung und die letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, nochmal der Hinweis auf das morgen Abend um 19 Uhr stattfindende Webinar mit Giovanni Ciccivelli und Jens Czarnowski. Also diese drei Hinweise, jetzt sage ich Servus, ciao.